Ja, und damit ein ganz herzliches Hallo zusammen und willkommen bei einem neuen Let's Play im Livestream bei Eternal Fantasy bzw. auf Twitch. Wir spielen Stardew Valley. Ein Spiel, was, wie ich heute schon auf Facebook angekündigt habe, sehr ähnlich dem Harvest Moon ist, aber in einer gewissen Art und Weise noch anders. Es gibt mehr Möglichkeiten und ich finde dieses Spiel einfach klasse. Ich habe es mal angespielt, aber ich wollte es auf jeden Fall mit euch zusammen einmal im Livestream durchspielen, da The Forest ja soweit erledigt ist. Für alle diejenigen, die gestern schon dabei gewesen sind, brauchen wir jetzt ein neues Spielchen. Und beim Thema neu klicken wir natürlich auch direkt mal auf den entsprechenden Befehl und kommen zur Charaktererstellung. Und, boah, das ist jetzt eine gute Frage. Was machen wir denn da jetzt? Name. Nehme ich einfach mal meinen Standardnamen, den guten Kidma. Rufname. Wahrscheinlich passt Eternal Fantasy nicht hin, also machen wir einfach nochmal den Fantasy-Hof. Obwohl das auch irgendwie kacke klingt. Fantasy-Hof, ja. Vorschläge von eurer Seite aus vielleicht, was wir namenstechnisch machen können? Ich weiß nicht, Fantasy-Hof, das klingt mir ein bisschen zu kindisch einfach. Ich würde ja Eternal Fantasy-Hof nehmen, aber das wird von der Länge her nicht passen. Mal gucken, wie haben wir denn überhaupt? Eternal Fanta-Hof. Ist natürlich auch möglich. Was machen wir denn da? Was mag ich denn gerne? Das ist irgendeine Bewandtnis in diesem Spiel? Pizza. Ich mag gerne Pizza. Ich bin natürlich auf jeden Fall ein Mann. Hof, machen wir gleich. Liebstes Haustier. Jetzt werde ich die einen wahrscheinlich glücklich machen, die anderen werden mich hassen. Liebe Freunde, ich bleibe natürlich bei der Katze. Ich bin einfach ein Katzentyp, das war ich schon immer. Und Hunde sind zwar schön und gut, aber nee. Können wir jetzt mal die Intensität ändern? Blau oder grün ist ja auch kein Problem. Oder lila, gelb, alles möglich. Aber wir sollten da schon irgendwo so ein bisschen natürlicher bleiben. Auch ein kleines bisschen blass ist der Gute noch. Also muss ja nicht zu viel am Anfang erwarten. Die Frisur, die passt mir aber noch nicht. Das ist eine schöne Schmalzlocke. Oder ein Afro ist auch okay. Zauselig, der Gute hat wahrscheinlich keinen Kamm zu Hause. Ist das nicht eine Frauenfrisur? Er ist so eine Frau, da kannst du mir erzählen, was du willst. So eine Emo-Frisur. Nee, das muss auch nicht sein. Ja, wir können auch so eine Powermähne verpassen. Einfach mal bis zum Hintern runter. Warum auch nicht? Mal durch, ne? Puh. Würde ich schon fast sagen, nehmen wir hier irgendwie so was Standardmäßiges. Das ist, ich finde, das ist okay. Damit lässt sich's leben. Also, diese typische Bauernkleidung, nee, das sieht mir dann doch zu bäuerlich aus. Irgendwas locker flockiges. Hier sowas zum Beispiel, so ein
Ein Sakko mit einem T-Shirt runter. Guck mal, was haben wir hier noch? Rotes Hemd. Und das? Nee, das sieht mir ein bisschen zu aufreißermäßig aus. Oh, so ein Herzchen auf der Brust. Und das ist auch okay. So viele Möglichkeiten. Ich gehe mal kurz an den durch, wie das überhaupt geht. Ja, auch nicht schlecht. So, jetzt haben wir wieder diese komischen Gesichter immer da drauf. Wer macht denn sowas? Mit Ausschnitt. Aber ich will jetzt nicht dieser. Einfach was ganz ordentliches. Mal gucken, wie viel gibt's hier eigentlich? Jetzt bin ich. Okay. Ne, dann, wo hatten wir das gerade? Hier, sowas. Ich mach das jetzt. Ist ein bisschen. Wobei, wir hatten doch vorhin noch mal ein anderes. Ich glaub, das fand ich sogar noch besser. Nicht das. Accessoires. Okay, wir können hier scheinbar noch dem Guten einen Bart geben. Oder eine Brille. Das sieht ja unheimlich aus. Nee, komm, wir lassen das. Der Gute ist bartlos. Ich denke, das ist so in Ordnung. So, hier können wir noch nicht die Augenfarbe ändern. Warum kein Multiplayer? Ja, lieber Blatt XD. Ich habe mal drüber nachgedacht, das Spiel auch mal im Multiplayer zu spielen, aber ich möchte ganz gerne erst nochmal, bevor ich jetzt den Multiplayer starte, das für mich persönlich einfach nochmal ein bisschen spielen. Und wenn, ich sag mal, die Lust darauf dann natürlich später immer noch so ist wie jetzt, dann lässt sich natürlich drüber nachdenken, das auch mal im Multiplayer zu spielen. Augenfarbe. Kann man denen nicht einfach irgendwie was Freundliches geben? Das ist so. Ja, das ist erstmal. Was machen wir mal auf dunkel? Weil sie ja keine schwarzen Augen haben. Es geht doch eben die Augenfarbe oder nicht? Noch so einen blauen Rand. Nee, das mag ich nicht. Ich soll ja keinen blauen Rand bekommen. Ach so, so ist okay. Forever Alone. Das werden wir sehen, ob Forever Alone. So, kommt drauf an, wie den Typ machen. Wenn wir natürlich jetzt so grüne Haare verpassen, dann wird er definitiv Forever Alone sein, weil wir haben so eine froschgrüne Frisur. Wie mache ich denn die Haare? Also ich bin echt in Charaktererstellung immer total schlecht. Wir können auch so graue Haare geben. Wie alt ist unser Protagonist eigentlich? Können wir das auch noch festlegen? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Schwarz. Nur der kriegt braune Haare. Was ist jetzt mit Farbe? Nö. Rotbraun. Das ist mir schon zu rötlich. Nur so. So ist okay. So, die Hose können wir auch eine andere Farbe geben. Aber Hose, ganz ehrlich, der soll einfach eine vernünftige Buchse anhaben und dann ab damit. Hier sowas. So eine blaue Jeans. So, jetzt haben wir immer noch einen Hofnamen. Was ist das denn hier? Achso, Standardhof. Ein einfaches Stück Land mit einer großen offenen Fläche, auf der du deinen Hof gestalten kannst. Okay. Flussbetthof. Der Hof ist über mehrere kleine Inseln und Flussbetten verteilt. Fische sind hier häufiger als üblich vertreten. Auch nicht schlecht. Der Wald limitiert deine Hoffläche. Links findest du die Schätze der Wälder direkt vor deiner Haustür. Ja. Was sind denn die Schätze der Wälder?
habe heute meine Dr. Pepper mit dabei. Jeden Tag Energy ist ja auch nicht gut. Schätze der Welt, da könnte ich mir vorstellen, dass es irgendwelche Obst, Früchte oder Nüsse oder was es halt so im Wald gibt oder ein paar Beeren. Bergspitzenhofsteiniges Terrain und ein sich windender Fluss machen es schwer, deinen Hof zu gestalten. Allerdings bietet ein Mineralvorkommen Möglichkeiten zum Bergbau. Bergbau, ja. Okay, was haben wir noch? Wildnishof, eine Menge gutes Land hier, aber pass auf, in der Nacht kommen die Monster. Nee, das will ich nicht. Also ich möchte nicht, dass in der Nacht auch noch Monster auf dem Hof rumkaufen. Löchrige Äpfel, Schätze der Wälder. Aha, okay. Bringt das irgendetwas oder ist das dann im Prinzip nur Müll, über den man sich spätestens nach dem zweiten, dritten Tag ärgert? Also ich würde schon gerne einen von diesen drei nehmen, weil Standard, das hat wahrscheinlich so ziemlich jeder. Dann muss ich auch gestehen, als ich es angespielt habe, hatte ich logischerweise auch erstmal einen Standardwurf genommen. Ich möchte schon so ein bisschen also doch keine löchrigen Äpfel. Ja gut, dann eben keine löchrigen Äpfel. Ja, Flussbett, Wald oder Bergspitzen. Ganz ehrlich, Mineralvorkommen. Aber dafür ist es schwierig, was anzubauen. Nee, das ist, ich glaube, das lassen wir. Vielleicht einen von den beiden. Das ist ein Hof, ist über mehrere kleine Inseln und Flussbettfische sind häufiger als üblich vertreten. Sowas, ich finde, das hört sich ganz gut an, aber Wald, ja, limitiert deine Hoffläche, eigentlich hast du geschätzt, der Wälder liegt aus. Komm, ganz ehrlich, wir nehmen den Flussbetthof. Ich finde, das klingt noch am angenehmsten, über kleine Inseln verteilt, dann können wir nämlich auch den Hof so ein bisschen verschiedene Bereiche gestalten. Ich weiß, wir können ja etwas anbauen, dann können wir vielleicht auf der einen Insel so ein kleines Feld machen, auf der anderen haben wir unseren Hausstand und gucken, was wir noch alles machen können. Jetzt haben wir aber noch den Hofnamen. Flussbett. So, Standard soll den meisten Platz bieten, Fluss soll weniger Anbauplatz bieten. Okay. Also doch, vielleicht lieber Richtung Wald gehen, aber da steht doch schon bei, dass die Hoffläche limitiert ist. Aber wie gesagt, Standard möchte ich nicht so gerne, weil Standard ist einfach Standard. Und Standard kann jeder und naja. Okay, andere sind brauchbar, aber noch mehr Platz als beim Fluss. Dann mache ich den Waldhof. Typ einfach mal in seine Augenfarbe geändert. So was soll natürlich nicht sein. Komm, dann nehme ich den Waldhof, weil ich finde, also Monster möchte ich jetzt nicht so gerne und Bergbau, ja, vielleicht fällt mir das noch auf die Füße, wer weiß, schauen wir mal. Hof. Hof. Was passt denn zu Hof? Waldhof. Oh Mann, der hat immer seine Augenfarbe, der Kerl. Wir könnten ja mal den so, wir leben ja. Ich muss mal eben kurz gucken, wie viele Buchstaben habe ich? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13. Gilt das auch für alle? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, nur so viel wie reinpassen. Ganz ehrlich, wir leben im Wald. Im Wald gibt es ja ab und zu noch mal die wilden Buschmänner. Deswegen machen wir jetzt einfach mal den Buschmannhof. Ich glaube, das passt ganz gut. Ich könnte natürlich jetzt auch. Mal ein Andenken an The Forest nochmal den Ureinwohnerhof machen, aber machen wir den Buschmannhof. Das passt ganz gut. So, Intro möchte ich nicht überspringen. Ich weiß ungefähr, was drin war, aber wir schauen es uns nochmal an. Gut, dann fangen wir mal an.
und für meinen ganz besonderen Enkel. Ich möchte, dass du diesen versiegelten Umschlag bekommst. Nein, nein, öffne ihn noch nicht. Hab Geduld, mein Junge, hab Geduld. Aber jetzt hör mir bitte zu. Es ist wichtig. Der Tag wird kommen, an dem du dich von der Last des modernen Lebens erdrückt fühlen wirst. Das nennt man Erwachsenwerden, mein Junge. Und deine Seele wird von der wachsenden Leere eingenommen, so wie es jedem Menschen geht. Wenn das passiert, mein Junge, wirst du bereit für dieses Geschenk sein, das ich dir in diesem Umschlag beigefügt habe. Nun lass Opa sich ausruhen. X Jahre später. Oh. Vor allem der Typ da links und rechts in den Fenstern. Ah ja, die moderne Industrie. Was ist das für ein... Was macht er mit seiner Zunge? Ah, so, der Typ, der macht gar nichts. So, und... Oh, das sind ja wir. Wir pennen einfach mal. Das ist auch okay. Oh, ganz rechts, der Typ, der ist auf Arbeit schon gestorben. Oh Gott, herrlich. Vor allem noch mit den Überwachungskameras oben drauf. Ja, wir haben nur diesen Umschlag in der Schublade. Und das haben wir natürlich auch mit auf der Arbeit. Ist ja gar kein Problem. Lieber Kitmar, wenn du das hier liest, dann wirst du eine Veränderung bitter nötig haben. Das Gleiche ist auch mir vor langer Zeit passiert. Ich habe vergessen, was im Leben wirklich wichtig ist, nämlich Verbundenheit mit anderen Menschen und der Natur. Also habe ich alles aufgegeben und bin an den Ort gegangen, an den ich wirklich gehöre. Ich habe den Vertrag zu jenem Ort beigelegt, mein ganzer Stolz, der Buschbahnhof. Er liegt im Sternentautal an der südlichen Küste. Er ist der perfekte Ort, um mit einem neuen Leben zu beginnen. Das war mein kostbarstes Geschenk und jetzt gehört es dir, mein Buschbahnhof. Man hätte echt einen Namen nehmen sollen. Ich bin mir sicher, du wirst den Familiennamen ehren, mein Junge. Viel Glück. In Liebe, dein Opa. Und PS, wenn Louis noch lebt, sag dem alten Kerl Hallo von mir. Ja, was ist das für dein Opa? Okay, hallo. Kann ich? Ja, das haben wir ja schon gesehen. Achso, einfach raus. Pizza und Schlafen. Ja, so sehe ich das auch. Also, wenn wir diese beiden Sachen schon mal erfüllt haben, dann sind wir sehr gut dabei. Ja, das sieht hier sehr wäldig und bergig aus. Sterntortal 0,8 Kilometer. Hier ist echt der Bär los, muss man sagen. Also, der Verkehr, wahrscheinlich fahren wir gerade auf einen Sonntagvormittag um 7 Uhr. Hallo, du musst Kitmar sein. Ich bin Robin, die hiesige Schreinerin. Bürgermeister Louis hat mich geschickt, um dir den Weg zu deinem neuen Zuhause zu zeigen. Er ist gerade dort und räumt ein wenig für deine Ankunft auf. Das machen wir übrigens immer so, wenn irgendwelche wildfremden Leute, die wir noch nie gesehen haben, hier hinkommen. Dann räumt der Bürgermeister immer für die Leute auf. Der Hof ist dort drüben. Folge mir einfach, aber unauffällig. Das ist der Buschmannhof. Dein Hof. Was? Was ist denn hier los? Oh! Was ist los? Klar, er ist ein wenig verwildert, aber unter dem Durcheinander befindet sich guter Boden.
Mit ein wenig Fleiß hast du hier im Nu Ordnung geschaffen. Dezent, dezent. Oh Mann, da steht noch einiges vor der Tür. Und hier sind wir, dein neues Zuhause. Ho, ho, ho. Ha, unser Neuankömmling. Willkommen, ich bin Louis, Bürgermeister der Stadt Pelikan. Schon seit vielen Jahren, mein Junge. Jeder hat schon nach dir gefragt. Es ist nämlich total interessant, wenn jemand Neues hinzieht. Weißt du, so am Arsch der Welt, da wollen die Leute logischerweise nicht hin. Und wenn aber jemand hier hinkommt und natürlich so gespannt wie du, dann sind die Leute natürlich völlig aus dem Häuschen. Es kommt nicht jeden Tag vor, dass jemand Neues einzieht. Das ist ein ziemlich großes Ereignis, wie ich ja gerade schon gesagt habe. Also, du ziehst in die alte Hütte deines Großvaters ein. Ja, da hast du dir was vorgenommen. Hoho! Ja, da darfst du am besten nicht reingehen, mein Junge. Da ist nichts mit PC und Handys und Smartphones. Hier ist übrigens auch kein Internet. Also, wenn du hier mit deinen Freunden zu Hause in der Stadt mal chatten willst, dann musst du dir erstmal 10 Kilometer Leitung ziehen vom nächsten Ort. Es ist ein gutes Haus. Sehr, nun ja, rustikal, würde ich sagen. Wie ich ja gerade schon sagte, kein Internet und so weiter, kein Handyempfang, das üblich halt. Rustikal? So kann man es vielleicht auch sagen. Schäbig wäre wohl ein wenig passender. Wie unhöflich! Was sagt man nicht? Nimm das sofort zurück! Hör nicht auf sie, Kidma. Sie will dich nur beeinflussen, damit du ein paar ihrer Verbesserungen für das Haus kaufst. Ich bin selbst damals darauf eingefallen, dass ich hingezogen bin. Damals war noch ihre Großmutter im Geschäft. Und jetzt habe ich da eine Prachtvilla in der Stadt stehen. Aber will ich die gar nicht haben. Ich hätte auch lieber so ein kleines, schnuckliges Häuschen wie du. Muss man nicht immer sauber halten mit alten Knochen. Das ist dann immer so einfach, weißt du? Oh, wie gemein! Jedenfalls, du bist sicher müde von einer langen Reise. Du solltest dich ein wenig ausruhen, mein Junge. Und kommst du irgendwann mal Opa Louis Bescheid sagen, ja? Morgen erkundest du dann am besten eine Stadt und stellst dir an vor, ja? Hab schon gesagt, dass du Bescheid vorbeikommst. Also, täusch mich nicht. Sonst stehe ich wieder da wie jemand, der seine Versprechen hält und nicht einlöst. So wie bei den Wahlen immer. Was? Das wissen die sicher zu schätzen. Und falls du nichts vergessen, falls du irgendwas zu verkaufen hast, leg es einfach in diese Box hier. Ich komme in der Nacht vorbei und nehme es mit. Das mache ich auch immer so, dass ich nachts zu irgendwelchen Leuten komme und ihre Hab und Gut aus den Kisten, was sie lagern, mitnehme. Dann lege ich dir einen Check rein, ne? Nun, viel Glück für den Anfang. Bewegen, überprüfen mit A. Okay? Ist ein Geschenk. Wir haben was ist das? Samen, glaube ich. Du hast 15 Samen für Pastinaken erhalten. Hier eine Kleinigkeit, um dir den Start zu erleichtern. Achso, hier eine Kleinigkeit, um den Start zu erleichtern. Habe ich dir gestern heimlich reingeschmuggelt. Ja, ein schickes Häuschen. Viel Grün. Ich hoffe. Das wollte ich gar nicht aufnehmen. Ich habe gedacht, soll ich mich da hinsetzen? Nein. So, der Fernseher steht hier auf dem Boden. Wir haben keinen Stuhl, wir haben gar nichts. Aber ein Kamin mit Feuer, das können wir machen. Und oben hängt auch so ein Mistelzweig. Sehr schön. Gucken wir mal. Was läuft denn so im Fernsehen? Erstmal Fernsehen gucken, ist mal gut. Wetterbericht. Willkommen bei Kotsu 5, deine Lieblingsquelle für Wetter, Neuigkeiten, Unterhaltung. Und jetzt die Wettervorhersage für morgen. Morgen wird es den ganzen Tag regnen. Ja. Wahrsager. Okay.
Okay, also so ein bisschen Astro-TV gucken. Oh, ich sehe einen Glitzer in meiner Kristallkugel, eine Schärfe des Wissens aus der Zukunft. Die Geister sind heute gut drauf. Ich denke, du wirst ein wenig extra Glück haben. Ja, das ist doch schön. Wenn es ein Mistelzweig, ja, natürlich, das kann man auch machen, aber momentan sind wir noch forever alone. Wir müssen uns erstmal mit den Leuten vertraut machen, glaube ich. Hallo? Nein, ich habe doch woanders drauf geklickt. Ach so. Wir müssen. Aber wenn ich mit den Pfeiltasten runtergehe, geht das nicht. Also ich spiele ja mit dem Gamepad, deswegen. Wenn ich mit den Pfeiltasten rauf und runter gehe, geht nicht. Also muss ich mit dem Joystick machen. Ah, okay. Leben vom Land. Willkommen beim Leben vom Land. Hier sind wir wieder mit einem weiteren Tipp für euch. Spitzt die Ohren. Diese Sendung heute ist euch Grünschnäbeln gewidmet. Hackt ein wenig Holz und sucht nach Wildpflanzen, um ein wenig Geld zu verdienen, während ihr auf eure erste Ernte wartet. Jetzt muss ich mich erstmal... Oh Gott, oh Gott, wie muss ich das denn alles machen? Okay, also hier sieht's... Ja, wir müssen hier erstmal ein bisschen aufräumen. Was haben wir denn überhaupt alles im Inventar? Ach, mit Start komme ich rein. Okay, was haben wir hier? Ringe, das ist glaube ich Schuhe. Hut können wir noch aufsetzen. Aktuelle Geldmittel. Warum nicht aktuelles Vermögen? Aktuelle Geldmittel. Wir haben 500 Geld. Gesamteinnahmen 0 Geld. So, eine Axt zum Holzhacken. Hacke, grabe Erde um und bestelle den Boden. Okay, Gießkanne zum Pflanzengießen kann bei Wasserquelle wieder aufgefüllt werden. Zum Zerbrechen von Steinen kann Gras zu Heu schneiden, wenn du ein Silo hast. Und Pastinakensaat. Pflanze sie im Frühling, wächst in 4 Tagen heran. Haben wir jetzt aktuell Frühling? Wahrscheinlich. Also ich gehe mal nicht davon aus, dass der Bürgermeister uns irgendwas zu Hause hingelegt hätte, wenn wir es nicht benutzen könnten. Ach, das sind wahrscheinlich unsere Skills, die wir hier haben. Kidma, Neulinge, Hofarbeit, Minenarbeit, Sammeln, Fischen, Kampf. Okay, wir hatten ja einmal noch die Möglichkeit, diesen Nachthof da zu nehmen. Da hätten wir, stand ja auch, da kommen Monster. Ich gehe mal davon aus, wir haben trotzdem die Möglichkeit, in diesem Spiel gegen Monster zu kämpfen. Okay, wir haben Frühling, wird gerade nochmal bestätigt. Dankeschön. So, ach je, so ist ja hier die Leute und so weiter, Soziales kann ich hier auch nochmal. Ich möchte, dass das da nicht steht. Was haben wir denn? Robin, Louis, Ach je, wir müssen wir alle guten Tag sagen? Oh Gott. Eine Karte, Turm des Zauberers, Fragezeichen. Abwasserrohr. Leas Hütte, Manis Ranch. Buschmann, achso, was bin ich hier? Wäldchen? Fragezeichen. Warum überall ist Fragezeichen? Zelt, Minen, Fragezeichen. Joja-Markt, da können wir bestimmt einkaufen. Flussstraße, so, waren wir nicht selber auch bei Joja gewesen? Pierre's Gemischtwarenladen. Okay. Da können wir wahrscheinlich auch was kaufen. Ich muss mal gucken, was wir generell für Möglichkeiten. Gemeinschaftszentrum. Kneipe. Ja, erstmal ein daneben, was? Wenn da oben rechts an 20 steht und schlafen gehst, ist am nächsten Tag der erste. Ganz bestimmt. Ja, okay, gut. Jede Jahreszeit geht 28 Tage. Okay, wir haben jetzt den ersten. Oh, okay, verstehe. Mhm, okay. Monster gibt's auch. Ja, gut. Ich gehe mal davon aus, die werden uns jetzt nicht gleich sofort überfallen. Wohnwagen, Haus des Bürgermeisters, Elias Hütte, Anglerbedarf. Das ist wahrscheinlich ein Strand oder sowas. Schmied haben wir auch. Eieieiei, das kann ja noch was werden. Okay, mit den Tasten kann ich umschalten. Und da passiert erstmal nichts. Huch. Ach, wir waren ja noch gar nicht fertig. Herstellung. Ach, das sind Sachen, die wir craften können. Ah, cool. Holzzaun, ein Tor, damit du durch den Zaun hindurchgehen kannst. Tier und Gras im Griff. Kiste, um Gegenstände aufzubewahren. Das sollten wir, glaube ich, auf jeden Fall noch machen. Eine Fackel bietet eine mäßige Menge Licht. Holzpfad, Wohnwege, okay. Schotterpfad, ich habe Schattenpfad gelesen. Ja, bei mir aufgehört, um den Hof zu gründen, sozusagen ein Konkurrent.
Okay, heißt das, dass der Joja-Markt versucht, uns unsere Ernten dann kaputt zu machen, zu sabotieren, oder sind die doch noch irgendwie lieb? Holzschild, verwende einen Gegenstand damit, um die Anzeige zu ändern. Der Gegenstand wird nicht verbraucht. Steinschild, verwende einen Gegenstand. Okay, und was verstehe ich jetzt nicht? Anzeige, okay. Ja. Okay. Also, wenn ich das drücke, komme ich da rein. Sammlung. Okay. Oh, okay. Was sind das alles? Verschickte Gegenstände, Farm sammeln, Fisch, Artefakte. Ach, Herr Jemini. Oh, warte, warte. Option. Ja, okay, das sollten wir. Stimmt, das ist mir im Hauptmenü gar nicht aufgefallen. Das konnten wir gar nicht verändern. Automatisch laufen, Porträts, Händlerporträts anzeigen. Immer Werkzeugziel anzeigen. Okay. Sound, Musiktöne, Ambiente, Fußstapfen, Dialog. Andere Fenster. Wer ist das denn? Huch. Okay, nein, das wollte ich nicht. Das war doof. Ich möchte schon die Auflösung 1920 Auflösung haben. Minute Werkzeug, Vergrößerungstaste. Schneetransparenz, nicht sehr. Ja, okay, gut. Das. Bla 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 bla. Okay. Gut, lassen wir das erstmal. Das ist. Achso, was ist denn. Jetzt kann ich aber. Oh, das ist ja blöd. Das ist aber nicht richtig. Jetzt hat er das. Ja. 1409, okay. 1920 mal 80. 1280. Ich will das wieder so wie ganz am Anfang haben. Ich finde, das ist ja blöd, dass das dann. Mal 900, 1600 mal 1024. Hätten sie irgendwie auf 1400, 1400 mal 900, was ist das? Ja, so ist Kacke, so sehen wir das ja unten nicht. Okay, gut. Schauen wir uns das mal an, was das mit dem Joja-Markt auch auf sich hat. Weil jetzt ist das zu riesig. Das ist doch nicht richtig. Ich verstehe nicht, warum das. Das wollte ich nicht. Hallo. Okay. Vollbild. 1920 mal 1080. Ah, okay, jetzt geht's. Wir müssen auf Vollbild umstellen. Ich will mal gerade eben gucken. Gut, wahrscheinlich. Das mal weg. Wahrscheinlich loses Fenster. Okay, ja, es geht ja jetzt. Es läuft. Gut. Dann kann ich. Das ist hier alles Gemüse. Das kann ja alles weg. Ich muss hier gerade mal ein bisschen Platz schaffen, damit ich ja auch hier unsere Samen anbauen kann. Ich nehme hier gerade irgendwas auf. Irgendwie Gras oder was das darstellen soll. Alle weg, das ganze Gemüse, das brauchst du nicht. Mein Gott. Ich weiß ja nicht, wie groß der Hof sein wird. So, jetzt gucken wir mal. Dann machen wir mal hier eben das Holz weg. Diese komischen Büsche brauchen wir auch nicht. Dann können wir hier vorne nämlich gleich unsere Notte. Achso, das kann man gar nicht wegmachen. Können wir nämlich da gleich unsere Samen anbauen. So, den können wir aber fällen, das ist gut. Mein Gott, braucht das lange.
Okay, gibt aber auch gut Holz. So, ja, Spitzhacke für Steine. Mein Gott, kann ich nicht aufnehmen. Oh, Kohle. Kohle haben wir auch gefunden. So, da ist noch ein Steinchen. Okay. Hier, den machen wir auch nochmal eben weg. So. So. Soll für den Anfang, glaube ich, erstmal reichen. Und jetzt können wir. Ich mache dann mal hier. Ja, gut, ich glaube, wir werden das später sowieso alles noch verändern müssen. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 und na, 1, 2, 3, 4, 5. So, und jetzt können wir die, okay, jetzt können wir die da pflanzen. Hallo. Wahrscheinlich, müssen wir die jetzt noch gießen? Wahrscheinlich, oder? Gieß die mal. Ja, als Farmer hat man es nicht leicht. Treffen muss man natürlich können. Und die kann man, glaube ich, irgendwie wieder voll machen. Kann man das hier machen? Ah, okay. Jetzt ist sie wieder voll. Jetzt haben wir, wie viel? Wir haben, glaube ich, gar nicht so viel Platz im Inventar. Hier. Also wir können das scheinbar noch erweitern, aber glaube ich, wir haben erstmal nur diese 12 Slotplätze frei. Okay, man muss die Pflanzen gießen, sonst wachsen sie nicht. Das macht doch irgendwo Sinn. Wir könnten uns vielleicht mal eben eine Kiste craften. 50 Holz, wie viel haben wir denn jetzt? 33. Okay, also müssen wir wahrscheinlich nochmal hier von den Büschen oder sowas welche wegmachen. Hier einer von den die Bäume, die haben ja auch gut gegeben. Energie geht da rechts runter. Ich glaube, wir sollten sehen, dass wir die nicht ganz auf Null kriegen. Das glaube ich kontraproduktiv. So, jetzt haben wir eine Kiste gemacht. Ich stelle die mal hier daneben. Und Fasern. Ich pack das mal hier rein, was haben wir gemischte Saat. Hier ist ein Mineral drin, pflanzen sie ein, lassen sie dann. Oh, okay. Können wir hier auch nochmal eben einpflanzen. So. Und gießen. So, dann ist das nämlich auch weg. Und das hier, was ist das? Harz, eine Flüssigkeit, die aus Bäumen gewonnen wird. Okay. Ich schmeiß hier erstmal alles rein, was wir gerade nicht brauchen. So, die Sense packe ich auch mal hier rein. Die Gießkanne, die brauchen wir jetzt gerade auch nicht mehr. Hacke brauchen wir gerade nicht mehr. Die Axt und die Spitzhacke würde ich ganz gerne noch mitnehmen, weil kann ja sein, dass wir die noch unterwegs benötigen. Ja, dann würde ich sagen wir doch mal den Leuten in der Stadt. Hallo. Bushaltestelle Pelikan. Okay. Das ist ja cool, man kann die Sachen hier aufnehmen. Sonst noch was? Was ist das? Außer Betrieb, ja toll. Der Bus Richtung Kaliko-Wüste ist momentan nicht in Betrieb. Lassen Sie einfach einen offenen Bus stehen. Wahrscheinlich gerade Pause der Busfahrer. So, dann gehen wir mal Richtung Stadt. Einen wunderschönen guten Abend, die Schöne ohne Biest. Ein sehr interessanter Name. Oh, da ist ein dickes Fragezeichen. Was ist das? Ah, ist ein Kalender. Ja genau, hier sieht man es auch. 28 Tage. Dann ist unter Umständen nochmal Frühling dabei. Und dann haben wir die nächste Jahreszeit. Oh, am Sonntag hat der Louis Geburtstag. Hat der Vincent Geburtstag. Und am 13. ist das Eierfest. Was auch immer das bedeutet. Blumentanz.
Aber cool, dass die hier alle Geburtstage eintragen. Sind wir da auch drin? Haben wir auch Geburtstag? Was passiert denn dann, wenn jemand Geburtstag hat? Wird man dann auch, wird man eingeladen dann? Also, wenn man sich mit den Leuten versteht? Oder... Ist verschlossen. 9 bis 15 Uhr. Wir haben hier eine Krankenstation. So, was haben wir? Piers. Hallo. Okay, wer bist du? Die Lea. Hallo, es ist nett, dich kennenzulernen. Oh, kann nochmal ansprechen. Du hast eine gute Zeit gewählt, um herzuziehen. Der Frühling ist herrlich. Ja, das finde ich auch. So, mehr kannst du nicht sagen. Guten Tag. Okay, hier können wir was kaufen. Pastinakensaat, Bohnensetzling, Blumenkohlsaat, Kartoffeln, okay. Gras, Hof, Zucker, Weizenmehl. Da können wir wahrscheinlich irgendwie, bestimmt können wir damit kochen oder sowas. Könnte ich mir jetzt vorstellen. Katalog. 30.000! Alter, wir sollen 30, wir haben 500. Wie soll man denn 30.000 holen? 3.000, oh mein Gott, was sind das denn hier für Preise? Ist ja Wucher hier. Willkommen bei Piers. Das ist wahrscheinlich irgendwie so eine Nobelgeschichte hier. Oh. Rucksackverbesserung. 24 Plätze. Für 2000 Gold. So, können wir hier rein? Oh. Du bist nicht gut genug mit Abigail befreundet, um ihr Schlafzimmer zu betreten. Was ist? Du bist nicht gut genug mit Pierre oder Caroline befreundet, um ihr Schlafzimmer zu betreten. Okay, da kommen wir mal nicht rein. So, hier ist die Kirche. Glaube ich, dass das eine Kirche ist. Altar von Joba. Okay, was auch immer. So, können wir hier noch irgendwas anklicken? Dieser Schrank ist voller Trainingsgeräte. Muss mir erstmal alles angrabbeln, was hier im Haus ist. Man neigt in solchen Spielen ja auch des Öfteren mal zu Kleptomanie. So, hier ist ein Tisch gedeckt für 4 Leute. Das liegt hier. Sehr geehrter Pierre, darf ich das überhaupt lesen? Es schmerzt mich, der Überbringer schlechter Nachrichten zu sein, aber ich fühle mich dazu verpflichtet, Sie über die jüngsten Entwicklungen zu informieren, die Ihren Lebensunterhalt bedrohen. Joya Corporation, ich glaube, so ist die Abkürzung für CO, hat beschlossen, Richtung Pelikan zu expandieren. Es ist zu spät für einen Protest. Joya-Bauarbeiter haben bereits alles für den neuen Joya-Markt aufgesetzt. Das ist nicht so schön. Das müssen schreckliche Nachrichten für Sie sein. So viele Jahre im Geschäft, ein fester Bestandteil der Region und jetzt stehen Sie im Schatten eines mächtigen, effizienten und ökonomisch rentablen Unternehmens. Was für eine Schande. Ja, es ist halt genauso, wenn dieser kleine Einzelhändler auf einmal dann von großen Läden wie Aldi oder Lidl abgelöst wird, die dann natürlich irgendwelche Rauswurfpreise anbieten. Als Manager des neuen Joya-Markts fühle ich mich zu einem gewissen Grad selbstverantwortlich für ihre missliche Lage. Daher möchte ich Ihnen eine Position als assistierender Lebensmittelhändler anbieten. Löhne beginnen bei 5 Geld pro Stunde. Okay, vielleicht können wir damit ja auch Geld verdienen, aber ich habe irgendwie da so, weiß ich nicht. Ich freue mich auf Ihre Bewerbung. Morris, Manager. Joya-Markt, Pelikan. Okay. Also es ist, er möchte im Prinzip die Konkurrenz weghaben, bevor sie überhaupt auftreten könnte. Übervoll mit frischem Gemüse. Ja, Gemüse ist immer gut. So. Oh, da kommt jemand. Entschuldigung, dass ich in der Küche war. Ist das ein Problem? Scheinbar nicht. Hallo, wer bist denn du? Die Caroline. Hallo, du musst Kidma sein. Unser Neuankömmling. Ich bin Caroline. Angenehm. Mein Mann und ich führen den Gemischtwarenladen hier. Und hast du meine Tochter Abigail getroffen? Sie ist sehr blass, mit violetten Haaren. Was? Okay. Das wird wahrscheinlich die da sein. Hallo.